Amen. Ja, ich lese nochmal den Vers 19 vor. Da steht, darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sehen hier zweimal den Ausdruck und lehret alle. Und lehret alle. Das erste lehret alle, das steht vor der Taufe. Und das zweite lehret alle, steht nach der Taufe. Nicht? Das steht zum Beispiel hier im Vers 19, steht, lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Und dann kommt ein zweites lehret alle in Vers 20 und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis in das Weltende. Der Titel der heutigen Predigt ist Jüngerschaft bzw. Jünger machen versus Menschen retten. Jünger machen versus Menschen retten. Jetzt nur, wenn ich jetzt vielleicht versus sage, heißt es nicht, dass diese zwei Begriffe sich feind gegenüberstehen, ja, dass diese zwei Begriffe sich widersprechen, sondern ich möchte einfach die zwei gegenüberstellen. Was ist Jünger machen und was ist jemanden bekehren, jemanden retten, den Menschen zum Herrn führen, damit er gerettet wird vor der Hölle. Es gibt nämlich einen Unterschied. Und auch wenn die heutigen Kirchen das alles zusammenmischen und so tun, als wäre das ein und dasselbe Ereignis, halt in einem Prozess, einem langen Prozess von Errettung und Jüngerschaft, ist das nicht biblisch und eine große Gefahr für die Menschen, die in solche Gemeinden gehen und die vielleicht gerettet sind. Wieso das eine große Gefahr ist, da komme ich noch drauf. Jüngerschaft ist eigentlich das falsche Wort. Ja, wir finden das Wort Jüngerschaft genau nullmal in der Bibel. Ja, das Wort Jüngerschaft so für sich gibt es in der Bibel so nicht, weil es kein einziges Mal vorkommt. Das biblischere Wort wäre nicht Jüngerschaft, sondern Nachfolge. Okay, wir lesen immer wieder davon, dass Paulus sagt, folgt mir nach, so wie ich Jesus nachfolge, dass wir dem Herrn nachfolgen sollen. Jesus selber sagt, komm, folge mir nach und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich das biblische Wort zu sagen, hey, folge mir nach und nicht sei mein Jünger, okay, oder betreibe Jüngerschaft. Obwohl das eigentlich Synonyme sind, ja, und die heutigen Christen heutzutage nun mal das Wort Jüngerschaft verwenden. Deswegen möchte ich trotzdem das Wort Jüngerschaft auch behandeln, damit wir auch von derselben Sache reden. Also Jüngerschaft bedeutet Nachfolge, okay? Nachfolge. Beim ersten lehret alle, worauf eben darauf folgt die Taufe, ist es so, dass es hier nicht um die Jüngerschaft geht. Okay? Die Jüngerschaft ist das zweite lehret alle. Das heißt, wir müssen jetzt schon festlegen und klarstellen, das erste lehret alle Völker bezieht sich auf das Evangelium, bezieht sich auf die Errettung. Das heißt, wir gehen raus, wir gehen Seelen gewinnen, wir predigen das Evangelium, die gute Nachricht den verlorenen Menschen und retten diese Menschen vor der ewigen Verdammnis. Das ist das erste lehret alle. Dann folgt die Taufe nach der Errettung und nach der Taufe folgt das zweite lehret alle und das ist jetzt die Jüngerschaft, das ist jetzt die Nachfolge, die wir tagtäglich betreiben müssen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Lehren an. Obwohl es, wie gesagt, die meisten Christen nicht mehr realisieren. Die meisten Christen haben ihre Brille, ja, ihre evangelikale Brille auf, die gerettet sind zumindest. Die nicht gerettet sind, ja, die können sie nicht verstehen. Aber die gerettet sind und solchen Blödsinn daherreden und sagen, das ist ein und dasselbe, ja, die haben ihre evangelikale Brille oder ihre weltlich-baptistische, es gibt ja auch schlechte Baptisten. Ja, also kann ich nur sagen, von Österreich und Deutschland, sehr viele Baptisten sind sehr weltlich geworden. Es gibt sogar Baptistenkirchen, die sich leider Baptisten nennen, die sogar Homosexuelle als Pastoren einsetzen. Das ist natürlich ein großer Gräuel vor dem Herrn und wir können mit solchen Leuten natürlich keine Gemeinschaft pflegen. Aber nennen sie, wie du willst. Ja? Nennen sie Christ, nennen sie Evangelikal, nennen sie Lothar Gassmann-Nachfolge, weil wir jetzt gerade dieses Thema gehabt haben, so groß. Vollkommen egal, wie sie heißen. Sie haben diese Brille auf und immer, wenn sie die Bibel lesen, glauben sie, Jüngerschaft bedeutet Errettung. Ja, sie setzen diese zwei Sachen zusammen. Aber wir müssen ganz klarstellen, es ist ein großer Unterschied zwischen Nachfolge und Bekehrung und Errettung. Was heißt, lehret sie alles halten? Okay, da geht es nicht nur darum, dass wir alle Völker lehren,
sondern da geht es darum, um sie es halten zu lehren. Okay? Und um was geht es? Hier geht es um alle Gebote natürlich in der Bibel. Hier geht es um die Propheten, sie zu erklären, um die Bibel auszulegen, um dem Herrn nachzufolgen, sein Leben zu ändern, um Seelen gewinnen zu lernen, in die Kirche zu gehen und so weiter und so fort. Also es ist ein großflächiger Begriff, dieses zweite Lehret alle. Wer steht, lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. So ein paar Fragen möchte ich stellen, damit wir das noch einmal verfestigen, dieses Wissen. Wie lange dauert es eigentlich, bis jemand alles in der Bibel lernt? Ist das von heute auf morgen, nicht? Also wenn man gerettet wird und auf einmal steht man am nächsten Tag auf und merkt, hey, ich weiß auf einmal alles, komm zu mir, ich kann alles, ich verstehe alles. Natürlich nicht, ja, das ist ein langer Prozess. Du musst einmal die Bibel lesen, du musst in die Gemeinde kommen, du musst Predigten hören, du musst lernen, du musst demütig sein und bereit sein, dich zu ändern. Ja, und nicht in die Kirche kommen mit einem verstockten Herz, einem starken, harten Herz. Und sobald du irgendwas hörst gegen Sünde, sobald du irgendwas hörst von falschen Propheten, dann gehst du wieder. Ja? Also so lernst du nicht Nachfolge, so wirst du nicht wachsen im Herrn. Wie lange dauert es, bis jemand alles in der Bibel lernt? Das dauert Jahre, Jahre, ein ganzes Leben. Bis du stirbst, wirst du neue Dinge in der Bibel entdecken. Und es wird nie langweilig in der Bibel, das ist ja das Coole, oder? Wir haben die Bibel, wir haben das Wort Gottes, wir haben das ewige Wort Gottes. Und es wird nie langweilig, es gibt immer was zum Lernen, wir können immer wachsen, wir können immer uns hineinsteigen in gewisse Passagen und es ergründen und weise werden und so weiter und dafür beten natürlich und so weiter und so fort. Aber es ist ein langer Prozess, es ist nicht von heute auf morgen, hey, ich wache auf, ich bin gerettet und auf einmal kann ich alles. Ja, auf einmal bin ich schon der perfekte Nachfolger von Jesus, der perfekte Jünger und so weiter und so fort. Wie lange dauert es, bis jemand von Sünder umkehrt? Wie lange dauert es, bis jemand zum Beispiel eine Sucht aufgibt? Wie lange dauert es, bis ein Kettenraucher aufhört zum Rauchen? Glaubst du ernsthaft, das geht von heute auf morgen? Nein, das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt so viele Therapien, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man trainiert, dass man nicht mehr auf die Zigarette schaut. Oder wenn man Alkoholiker ist, denkst du ernsthaft, wenn du dich bekehrt hast, bist du von heute auf morgen kein Alkoholiker mehr? Vielleicht vereinzelt gibt es solche Ausnahmen, wo jemand zum Beispiel sehr motiviert ist und auf einmal aufhört. Okay? Aber in der Regel ist es nicht so. In der Regel ist das Fleisch noch da und er ist Alkoholiker, er ist dran gewöhnt, er riecht den Alkohol, er will den Alkohol, er liebt den Alkohol und muss jetzt aber lernen, Jesus nachzufolgen und davon abzulassen, aufzuhören damit. Das kann ziemlich lang dauern. Ich kenne selber ein paar Brüder, die kämpfen mit gewissen Süchten und es ist kein leichter Prozess. Natürlich, wir sollten für sie beten, wir sollten sie ermutigen, wir sollten ihnen Gemeinschaft nicht entziehen, wenn sie wirklich kämpfen gegen die Sünde. Hey, überhaupt kein Thema. Aber der Punkt ist, was ich sagen will, ist, es kann ein sehr langer Prozess sein, Jesus nachzufolgen. Es ist nicht von heute auf morgen. Und das ist eben dieses zweite Lehret alle. Ich möchte mich jetzt eben auf dieses zweite Lehret alle konzentrieren. Also, es ist eben dieser Unterschied, Jünger zu sein und Jesus nachzufolgen, sich zu bekehren ist eine Sache, aber Jesus nachzufolgen, eben das sind nicht dieselben Ereignisse. Die Reihenfolge ist natürlich, haben wir schon gelesen, zuerst sich bekehren. Also das Allerwichtigste, egal was irgendein Theologe dir hereinredet, ja, interessiert mich nicht aus der katholischen Ecke, aus der evangelischen Ecke, egal etwas, wenn du nicht gerettet bist, dann brauchst du keine Jüngerschaft. Du brauchst nicht so zu tun, als wärst du ein Christ. Du brauchst nicht so zu tun, als würdest du das alles benennen. Es ist schön und gut, wenn du aufhörst zum Rauchen und du bist nicht gerettet. Es ist schön und gut, du ehrst deine Eltern und du bist nicht gerettet. Aber weißt du was, du bist deshalb nicht ein Christ geworden. Okay? Du brauchst die Jüngerschaft und Jesus nachfolgen nicht wirklich. Wenn du nicht einmal Jesus angenommen hast, dann macht das ein bisschen wenig Sinn. Heißt nicht, dass Gott dich nicht segnen wird, wenn du aufhörst mit Sünden, natürlich auch, wenn du nicht gerettet bist, aber es ist nicht der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck ist es, nimm den Herrn Jesus an und dann bist du gerettet und dann kannst du erst Jünger werden, Jünger oder Nachfolger oder Schüler, wenn du so willst, ja, dem Herrn Jesus nachfolgen. Das heißt, zuerst Bekehrung, danach Jesus nachfolgen. Das ist die richtige Reihenfolge. Okay? Schreibt mit mir gemeinsam Lukas Kapitel 9 auf. Lukas Kapitel 9. Lukas, Kapitel 9. Ab Vers 59 lese ich vor. Lukas 9, Vers 59. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach.
Der sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das sind ziemlich harte Worte. Der Herr Jesus sagt zum Ersten hier, er sagt: Lass die Toten ihre Toten begraben. Er wollte eigentlich nichts Unehrbares machen, er wollte einfach nur: Erlaube zuerst meinen Vater zu begraben, nicht? Weil er gestorben ist wahrscheinlich und er wollte ihn einfach begraben. Und er sagt: Bitte lass mich noch diese eine Sache tun und dann kann ich dir nachfolgen. Er sagt: Hey, weißt du was, lass die Toten ihre Toten begraben, du kommst und folgst mir nach. Und das zweite Beispiel, da sagt er, da kommt jemand zum Jesus und sagt: Ich will dir nachfolgen. Komm, kann ich dir nachfolgen und so. Und der Jesus sagt, also zunächst sagt er: Aber bevor ich dir nachfolge, ja, lass mich noch Abschied nehmen von denen in meinem Haus. Ja, lass mich noch kurz zurückgehen, ein paar Tage, mich verabschieden, vielleicht noch ein bisschen feiern und so weiter. Und dann komme ich dir nach. Ja, wer weiß eigentlich, wann das überhaupt sein wird, ob es überhaupt sein wird. Ja, vielleicht ändert er ja seine Meinung, wenn er dann zurückgeht zum Abschied. Er hat vielleicht irgendwelche Gefühle, ist emotional und entscheidet dann doch, dort zu bleiben. Nein, der Jesus sagt: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das heißt, der Herr wollte, dass die Leute ihm nachfolgen, oder? Der Herr will natürlich, dass Menschen ihm nachfolgen, aber er sagt eine Bedingung. Hey, nicht jeder ist ein Nachfolger von Jesus Christus. Diese zwei Leute sind keine Nachfolger von Jesus Christus, weil sie sozusagen irgendwas anderes sozusagen davor gestellt haben. Einer hat zurückgeblickt, einer will Abschied nehmen, der andere will seinen Toten begraben und so weiter. Und er sagt hier: Hey, Moment einmal, wenn du zurückblickst, dann bist du nicht tauglich fürs Reich Gottes. Ja? Du sollst nicht zurückblicken, du sollst nicht sozusagen dein altes, weltliches Leben vor Gottes Reich stehen, sondern: Hey, ich bin hier, Herr Jesus ist Gott auf Erden. Er ist Gott im Himmel, Gott auf Erden, er ist Mensch, also Fleisch geworden und ist den Menschen erschienen. Und da steht Gott vor diesem Mann und er sagt: Hey, lass mich noch Abschied nehmen. Ich meine, was würdest du tun, wenn Gott vor dir stehen würde und sagen: Komm, folge mir nach? Dann müsste unsere Antwort lauten: Amen, oder? Wir folgen dir nach. Ja? Und nicht: Aber Gott, tut mir leid, ich muss so schnell, weißt du. Er hat dich geschaffen. Er hat dir das Leben gegeben. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, zu arbeiten. Er hat dir die Augen gemacht. Er hat dich gesegnet. Er hat die Familie geschenkt, scheinbar, wie wir das sehen, nicht? Das ist Gott, der Allmächtige. Und du sagst: Hey, lass mich noch schnell Tschüss sagen. Nein, ich sage kein Tschüss. Hey, ich folge Jesus nach. Okay? Natürlich kann man das anwenden auf alle unsere Bereiche. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da nur dieses eine Beispiel hernehmen können. Nein, das bedeutet einfach, was Jesus hier sagen will, ist: Wenn du zurückblickst auf dein weltliches Leben, wenn du dein Herz, ja, in deiner gottlosen, wenn du so willst, Familie hast oder gottlosen Freunde hast und so weiter, hey, dann bist du nicht tauglich fürs Reich Gottes. Du darfst nicht zurückblicken, du sollst nach vorne blicken, du sollst zum Herrn nach vorne blicken und ihm nachfolgen. Also, was heißt jetzt dieser Ausdruck, tauglich fürs Reich Gottes sein? Heißt das jetzt, dass wir nur tauglich fürs Reich Gottes sein können, wenn wir Jesus nachfolgen? Nein, viel Erfolg dabei. Ja? Also, wenn du ernsthaft der Meinung bist, dass du Jesus Tag und Nacht nachfolgen sollst und alle Gebote halten sollst und dich ändern sollst, viel Erfolg, du hast schon versagt. Ja? Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Niemand ist so herrlich wie Gott. Sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Niemand kann behaupten, ich folge Jesus hundertprozentig nach, immer schon auf Dauer. Niemand kann das behaupten. Das heißt, du hast schon versagt. Das bedeutet es nicht, fürs Reich Gottes tauglich zu sein. Was ich glaube, was es bedeutet, fürs Reich Gottes tauglich zu sein, ist das, was der Jesus zum Beispiel sagt: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte und Rost und so weiter, wie es weitergeht. Das heißt, wir sollen Jesus nachfolgen, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Was er auch sagt im 1. Korinther Kapitel 3, schlagen wir das gemeinsam auf, 1. Korinther Kapitel 3. Das glaube ich auch, dass es mitspielt. Da sagt er in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 14,
Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hey, wenn du dein Leben verschwendest, ja, mit weltlichen Angelegenheiten, mit Zurückblicken und ständig zurück zum Alten und nicht nach vorne schaust auf Jesus und ihm nachfolgst, weißt du, dann wirst du Schaden erleiden. Dann wirst du in deiner Sünde Schaden erleiden, dann wirst du in deiner Nicht-Nachfolge Schaden erleiden und du wirst aber gerettet werden, wie durchs Feuer hindurch. Ja, es wird wehtun, es werden Gerichte über dich kommen, Gott wird dich bestrafen, Gott wird dich schlagen, Gott wird dich züchtigen, so wie auch Eltern ihre Kinder zurechtweisen. Oder sagt Hebräer Kapitel 12, dass wer ihn der Herr lieb hat, den züchtigt er und straft jeden Sohn, den er annimmt. Nicht? Das heißt, was ich glaube, was es bedeutet, ist, wenn du dein Leben verschwendet hast, mit weltlichen Angelegenheiten, wenn du Sünde über Sünde aufhäufst, obwohl du geheiligt wurdest, obwohl du gerettet wurdest von Herrn Jesus, dann wirst du nicht tauglich fürs Reich Gottes sein. Du kommst zwar hinein, aber du wirst Schaden erleiden. Du wirst in den Himmel kommen, aber du wirst getröstet werden im Himmel, weil du dein ganzes Leben verschwendet hast, ja? Weil du nicht Jesus nachgefolgt bist. Hey, bist du tauglich ins Himmelreich eingehen oder bist du untauglich ins Himmelreich? Hey, ich möchte tauglich ins Himmelreich eingehen, oder? Ich möchte dort dann stehen und der Herr sagt dann zu mir, du bist tauglich, du bist mir nachgefolgt. Amen, super. Und weißt du, ich will nicht, dass der Herr dann zu mir sagt, mich anschaut und ich sehe ihn dann in die Augen und dann kommen mir die Tränen auf einmal. Und ich erinnere mich an mein ganzes gottloses Leben, ja, und habe alles verschwendet, habe nur Götzen gehabt in meinem Leben, habe nur Filme geschaut, habe nur Alkohol getrunken, habe nur Ketten geraucht mit meinen falschen Freunden. Hey, weißt du was? Dann wirst du dich schämen müssen, wenn du ins Himmelreich eingehst. Du wirst untauglich ins Himmelreich eingehen. Ja. Schlagen wir gemeinsam Lukas Kapitel 14 auf. Lukas Kapitel 14. Lukas Evangelium Kapitel 14. Vers 26, Lukas Kapitel 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Vers 27, es geht weiter. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Also wir lesen hier, bevor ich jetzt auf diese Stelle eingehe, Vers 27 lesen wir, wenn ich sein Kreuz trägt und mir nachkommt, okay, der kann nicht mein Jünger sein. Hier sehen wir sofort die Definition. Ja, ist vollkommen richtig, dass Nachfolge, also Nachkommen nach Jesus, bedeutet, Jünger zu sein von Jesus. Okay, da sehen wir es. Also er sagt, mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, wenn du ihm nachkommst, wenn du ihm nachfolgst, bist du sein Jünger. So, und wenn du ihm nicht nachfolgst, bist du nicht sein Jünger. Aber du bist trotzdem gerettet, haben wir gesagt, oder? Weil du kannst nur gerettet werden durch sein Blut. Da komme ich aber noch dazu. Der Jesus sagt dir, wenn jemand nicht zu mir kommt, hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und so weiter. Bedeutet das jetzt, dass wir zu unseren Familienmitgliedern sagen und zu den Eltern, gehst dann hin und sagst, Mama, ich hasse dich, weil Jesus will, dass ich dich hasse. Okay. Bedeutet das, dass wir zu unseren Brüdern und Schwestern und unseren ganzen Leuten, die wir kennen, gehen und sagen, hey, ich hasse dich. Bedeutet das, dass wir zu uns selber dann sagen, ich hasse mich, Jesus sagt, sein eigenes Leben, nicht hasse, ich hasse mich. Ja? Das heißt natürlich nicht. Sondern was es bedeutet ist, der Jesus hat es sehr überspitzt formuliert. Und weißt du was, ich liebe diese Worte, die Jesus hier nennt, weil es einfach direkt ins Herz hineingeht. Es macht dir eine Sache klar. Hey, wenn du es zumindest nicht so ausschauen lässt, dass du Jesus mehr liebst als deine Familie, dann hast du ein Problem. Ja? Wenn du zumindest nicht dafür sorgst, dass du Jesus mehr Zeit schenkst, dass du mehr Jesus mehr anbetest als deine weltlichen Freunde, wenn du so willst, als deine Götzen, die du da hast. Ja? Wenn du nicht dafür sorgst, dass alles, was den Herrn im Weg steht, ausradiert wird, dann kannst du nicht sein Jünger sein. Okay, und wenn er sagt, hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, heißt das nicht, dass wir zu unseren Eltern gehen und sagen, wir hassen euch alle. Ja? Jesus sagt, wir sollen euch alle hassen. Ja? Das heißt das nicht, sondern das bedeutet einfach nur, hey, du sollst Jesus im Verhältnis mehr lieben als deine Eltern, als deine fleischlichen Eltern, als deine fleischlichen Brüder, als deine fleischlichen Geschwister, als deine Frau, als deine Kinder. Du sollst Jesus mehr lieben. Und wenn du draufkommst, mir ist mein Kind wichtiger als Jesus, dann hast du ein Problem mit dem Herrn. Wenn du draufkommst, meine Eltern sind mir wichtiger als Jesus, dann hast du Probleme mit der Nachfolge. Du bist kein Jünger Jesus. Beziehungsweise du warst vielleicht ein Jünger Jesus, und jetzt bist du scheinbar umgekehrt und hast gesagt, ich möchte doch meinen Eltern mehr Ehre geben. Ich möchte meinen Kindern doch mehr Ehre geben.
und bist umgekehrt von deinem Jüngersein in ein Nicht-Jüngersein, beziehungsweise von deiner Nachfolge in die Nicht-Nachfolge. Ja, das folgst du wieder deinen eigenen Gelüsten nach, deinem Fleisch. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Hey, wenn du nicht bereit bist oder zumindest dein Kreuz aufnimmst und sagst, Herr, hilf mir bereit zu sein, für dich zu sterben sogar. Ich hasse mein eigenes Leben, insofern nicht, dass ich mir selber sage, ich hasse mich, sondern ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Okay? Das ist gar nicht so einfach, vielleicht, wie es sich anhört. Aber wir sollten bereit sein. Wir sollten uns das vielleicht sagen, uns ermutigen, sagen, Gott, hilf mir bereit zu sein. Hilf mir, dass ich für dich auch sterben würde. Ja? Und folge Jesus nach. Und weißt du, wenn Bedrängnis kommt, natürlich wird es so sein, wir haben es bei den Jüngern gesehen, oder? Wir haben es bei den Jüngern gesehen, die Jesus nachgefolgt sind. Alle weg. Ja? Kaum kommen die ganzen Ritter und so weiter zum Jesus, wollen ihn gefangen nehmen. Was passiert? Alle haben sich zerstreut. Sie hatten auch Angst. Natürlich. Mein Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Ja? Aber weißt du was? Petrus ist umgekehrt. Ja, er ist wiederverwendet worden vom Herrn. Er hat auch aus seiner Sünde gelernt. Und wir können auch aus unserer Sünde lernen in der Nachfolge, sozusagen, wenn wir umkehren von der Nachfolge und sagen, ich werde schwach, ich mache das Wirkliche jetzt da und wir lernen draus und sagen, hey, okay, das war eine falsche Entscheidung, aber jetzt kehre ich um von dieser Entscheidung und sage, weißt du was, ich will Jesus wieder nachfolgen. Okay, du lässt diese Sünde sein und du machst weiter und es ist alles in Ordnung. Weißt du, der Herr ist auch ein vergebender Gott, er vergibt dir, du musst ihn einfach nur bitten, Herr, vergib mir und hilf mir, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Okay? Das heißt eben genau das, es heißt nicht, was man uns vielleicht einige weltliche Menschen dann vorwerfen und sagen, ihr müsst eure Eltern hassen. Wenn man sowas sagt, dann hat man es nicht verstanden, ja, dieses Kapitel und diese Passage hier. Also Jesus nachzufolgen und Jünger zu sein, haben wir jetzt gerade hier gelesen, sind eigentlich Synonyme, es ist gleichbedeutend, du versuchst einfach dein Leben nach dem Herrn auszurichten, ihm nachzugehen, ihm nachzukommen. Gehen wir kurz weiter im Lukas-Evangelium Kapitel 14 zum Vers 28, also einfach der nächste Vers, nicht? Da sagt Jesus, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Vers 31, oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn ausrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Also welche Beispiele nennt der Jesus? Das erste Beispiel, was er nimmt, ist ja dieser Turm. Nicht? Also wenn jemand einen Turm bauen möchte und er fängt dann an damit, aber er weiß noch nicht wirklich, hey, kann ich es überhaupt vollenden? Habe ich überhaupt diese Mittel dazu? Weil er sagt hier, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Das heißt, es kann natürlich, das können die Mittel sein, personell gesehen, das können sein finanzielle Angelegenheiten. Hey, wenn der das nicht gescheit berechnet hat, wenn der das nicht genau vorgedacht hat und dann kommt er drauf mitten im Bau, es geht sich nicht aus. Das wird sich nicht ausgehen. Ja? Und einfach, weil er nicht weise genug war, okay, dann werden die anderen ihn auslachen und sagen, hey, der hat angefangen zum Bauen, konnte nicht vollenden. Oder? Das sind doch genau die Menschen, die halbe Sachen machen. Ja? Die fangen eine Sache an, die geben 100%, oder? Die sagen, ich lerne jetzt Gitarre, okay? Und starten dann los und kaufen sich alle Kurse und kaufen sich die teuerste Gitarre, die es gibt, ja? Und den teuersten Nachhilfelehrer und so weiter. Und dann fangen sie an und dann versuchen sie ihre Finger irgendwie zu positionieren. Es geht irgendwie nicht, ja? Die tun nicht, was sie sollen, ja? Du hast noch nie eine Gitarre gehalten, du willst Gitarre lernen, bist vormotiviert, kaufst alles und fertig. Hey, du wirst am ersten Tag nicht Gitarre spielen können. Ja? Es braucht eine Zeit, das hättest du vorher schon kalkulieren müssen, du kannst nicht von Anfang an alles können. Ja, das braucht Jahre, Monate, Übung und Übung und Übung. Das sind die Leute, die halbe Sachen machen, oder? Du versuchst dann irgendwas, du kommst vielleicht einmal in den Gottesdienst, du gehst 10 gewinnen, ja, du nimmst dir das vor und so weiter und dann irgendwann wird es dir zu blöd, aus welchem Grund auch immer, und sagst, weißt du, es ist doch schon angenehmer, zu Hause zu sitzen und im Garten und zu schauen, wie die Vögel fliegen, zu zwitschern und so. Kann ich Gott auch ehren, oder? Ich kann doch Gott ehren, wenn ich die Vögel anschaue und einfach Gott ehre und preise und sage, danke Gott für die Vögel. Ja, das sind halbe Sachen, mein Freund. Also wenn du
in die Faulheit gehen willst, statt dass du Menschen das Evangelium predigen willst, dann ist es nicht Gott ernst, sondern dann ist es einfach nur Faulheit. Du kannst die Vögel auch draußen beim Sehen gewinnen lernen, ja? Du musst nicht zu Hause in deinem Garten. Okay? Aber ein Gebot des Herrn, ja, zu missachten, ja, das hat nichts mehr mit Gott ehren zu tun, sondern das hat eigentlich mit Rebellion zu tun. Wenn der Herr sagt, geht und lehret alle Völker und tauft sie, dann ist das ein Gebot. Ja? Wenn wir dahergehen und sagen, ich mache das nicht, ich habe meine Gründe, ja, mir geht es so schlecht, und dies hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das habe ich verdient, allerdings habe ich verloren und so. Und ich habe genug Gründe für Gott, dass ich nicht gehen muss. Sondern du hast keinen Grund, du bist einfach nur stur, du hast dich hart gemacht gegenüber dem Wort Gottes und willst faul sein, aus deinen fleischigen Gründen heraus. Du rechtfertigst das irgendwie. Ja? Und es wird dir jetzt keine Zufriedenheit bringt, wenn du nicht dem Herrn von ganzem Herzen dienst. Okay? Was er hier sagt, das zweite Beispiel ist, wenn jemand in den Krieg zieht, okay, und wenn jemand zum Beispiel Angst hat, dass er verliert, und er ist sich nicht sicher, ich habe nur 10.000 Krieger, der andere hat 20.000 Krieger, schaffen wir das überhaupt, wie schaut es aus mit dem Land, gibt es Berge, gibt es keine Berge, spielt auch eine Rolle mit. Und wenn er sich dann nicht sicher ist, na, dann lass es gleich sein. Schau, wenn du einknickst in der Jüngerschaft, ich habe jetzt wieder das Wort verwendet, was nicht biblisch ist, wenn du einknickst in der Nachfolge, lass es sein. Weißt du was? Dann lass es gleich sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es sich ausgeht, lass es doch gleich sein. Aber sag nicht, dass du ein Jünger von Jesus bist. Okay? Hey, wenn dir deine Familie, deine Freunde, deine Arbeit, dein Leben, deine Animes, ja, deine Mangas oder wie sie heißen, dein Alkohol, deine Sorgen, deine Faulheit wichtiger sind als Jesus nachzufolgen und du wirst ihnen nicht entsagen, Jesus sagt nicht allem entsagen, dann lass es sein. Dann bist du aber kein Jünger von Jesus. Ja? Du bist ein Jünger deiner Animes, du bist ein Jünger deiner Freunde, du bist ein Jünger deiner Arbeit, deines Lebens, deiner Sorgen, deiner Faulheit und so weiter. Dessen Jünger bist du dann. Ja? Aber auf keinen Fall bist du kein Jünger von Jesus. Solltest dich nicht mehr Jesu Jünger nennen. Okay, wenn du nicht bereit bist, diesen Dingen zu entsagen und Jesus nachzufolgen, diesen Dingen. Er sagt, wer nicht allem entsagt. Er sagt nicht, ja, ich will eigentlich nur, Bruder Andi, ich will nur, dass du einfach raus diesen Segen gewinnst, aber du kannst nebenbei Unzucht treiben, aber du kannst nebenbei, musst dich in die Kirche gehen, du kannst nebenbei deine Eltern, musst die nicht ehren und so weiter, du kannst untreu werden. Hat er gesagt, ich will nur, dass du in einer Sache treu bist? Oder hat er gesagt, wer nicht in allem entsagt? Es geht hier um wirklich eine ganze Bibel. Was sagt die Bibel? Wie soll ich mein Leben ausrichten? Welche Sünden soll ich eben, beziehungsweise alle Sünden soll ich eigentlich entsagen? Ich soll nicht mich unter das Joch der Sünde bringen, mich unter das Joch von Gottlosen bringen, mich enthalten von der kirchlichen Versammlung. Okay? Er sagt, allem entsagt. Wenn du nicht allem entsagst, bist du dann ein Jünger Jesu? Ja, Jesus sagt, nein, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Allem entsagt. Nenn dich nicht Jünger Jesu, wenn du faul auf der Couch herumsitzt, anstatt in eine biblische Kirche zu gehen und Gottesdienst zu feiern. Bist kein Jünger Jesu. Nenn dich nicht Jünger Jesu, wenn du es zulässt, dass deine Eltern dich davon abhalten, Gott gehorsam zu sein. Dann bist du ein Jünger deiner gottlosen Eltern vielleicht. Hey, ich sage, du sollst deine gottlosen Eltern ehren, aber du sollst Gott mehr Ehre geben. Und wenn du dich deinen Eltern unterordnest, dann dafür bist du aber Gott ungehorsam, dann bist du nicht ein Jünger Jesus. Nenn dich nicht so. Nenn dich nicht Jünger Jesus, wenn du lieber deine dummen Serien und Cartoons schaust, wo Gottlosigkeit, ja, heutzutage so viel Sodomie schon drinnen ist, ja, und der Standard im Endeffekt ist, ja, aber nicht einmal am Tag deine Bibel in die Hand nimmst und ein Kapitel fähig bist zu lesen. Nenn dich nicht Jünger Jesu. Verschwendest du deine Zeit mit irgendwelchen, ich meine, und viele Christen schauen Animes. Ich denke mir, Animes, ich meine, du bist 25 Jahre alt. Du schaust ein Cartoon, wo Leute miteinander, das ist nicht einmal schön gezeichnet. Ja, ich meine, muss ich ganz ehrlich sein. Hey, ich habe das mit 16 ein paar Mal geschaut, aber dann war es auch schon vorbei. Ja, also, aber ich weiß, heutzutage ist das ein Thema. Weiß ich nicht, da gibt es einen Cartoon, der heißt, glaube ich, Naruto oder so. Hey, willst du ein Jünger von Naruto sein? Oder willst du ein Jünger von Jesus sein? Du musst dich entscheiden. Aber wenn du Naruto willst, dann nenn dich nicht Jünger Jesus.
Hey, nenn dich nicht Jünger Jesu, wenn du deinen Bruder im Glauben, den Gott geboren hat, nicht liebst und vergebend bist. Ja? Weißt du, wie du dich nennen kannst? Du kannst sagen, ich bin eine Schande, ja, für den Herrn Jesus Christus. Schande auf dein Haupt, wenn du keine Vergebung hast für deine Brüder. Wenn du ständig ihre Sünden vor ihren Kopf schmeißt, ja, obwohl sie schon längst behandelt sind, ja, und du haust es auf ihren Kopf drauf und willst versuchen, sie ständig schlecht zu machen. Schande auf dein Haupt. Hey, ich sage nicht, dass es heißt, dass wir perfekt sein sollen. Das habe ich nie gesagt. Jünger Jesu zu sein oder Jesus nachzufolgen, heißt nicht, dass wir perfekt sind. Das können wir auch gar nicht. Unser Leib ist noch gar nicht erlöst. Ja, wir haben dieses Fleisch. Die Bibel sagt, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und Paulus sagt, ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich nicht will, tue ich. Ja? Er sagt, ich erkenne das in mir, dieses Gesetz, dieses andere Gesetz, das Fleisch, das drin ist. Und es treibt mich dazu an, ja, zu Gelüsten nach Weltlichem. Aber wir haben schon die Kraft, als Christen zu sagen, weißt du was, ich werde diesen Leib, den ich da habe, jeden Tag zügeln. Ich werde ihn jeden Tag töten, solange, bis mein Leib endlich erlöst ist. Ja? Das ist dann eben bei der Auferstehung. Es heißt nicht, perfekt zu sein. Es ist vollkommen in Ordnung, auch einen christlichen Reset-Button zu drücken, wenn du so willst. Wenn du jetzt Jesu Nachfolger bist und du kommst in blöde Sünde hinein, weil du leider am falschen Ort, zur falschen Zeit, mit den falschen Leuten unterwegs bist und du kommst in Sünde hinein und du merkst, hey, da geht es gerade nicht gut zu, okay? Es ist nie zu spät zu sagen, hey, ich drücke den Reset-Button, ich habe gesündigt, jetzt stehe ich auf, jetzt kehre ich um, jetzt folge ich Jesus wieder weiter. Es ist nie zu spät, als geretteter Christ diesen Reset-Button zu drücken und zu sagen, ich mache jetzt volle Sache mit dem Herrn. Ich meine, ich mache jetzt keine halben Sachen mehr, ich mache jetzt ganze Sache. Okay? Und du wirst, ich kann dir jetzt schon versprechen, es kommen Situationen in dein Leben, wo du vielleicht sündigen wirst. Das müssen jetzt keine großen Sünden, das können auch Kleinigkeiten sein. Vielleicht versprichst du dich, vielleicht sagst du eine Sache, du hättest nicht sagen sollen. Ja, mir passiert das auch ab und zu, wenn mir dann irgendwas ausrutscht, weil ich vielleicht gerade ein bisschen sauer bin, wieso dies und das, man rutscht mir halt was aus. Und weißt du, das wird passieren, aber es ist nie zu spät. Ob du jetzt in große Sünde kommst oder in kleine Sünde kommst, hey, egal welche Sünde, als geretteter Christ kannst du immer sagen, solange du noch lebst, ich stehe jetzt auf, ich kehre jetzt um, ich will Jesus nachfolgen, so wie es möglich ist. Okay? Und deswegen, ich möchte es nur dazu gesagt haben, man muss nicht perfekt sein, um Jesus nachzufolgen. Ja? Man muss aber zumindest diese Einstellung haben und sagen, hey, ich erkenne meine Sünde, ich sollte nicht so weiterleben und ich bin bereit, allem zu entsagen. Ich bin bereit, Jesus mehr zu lieben als meine Eltern. Ich bin bereit, Jesus mehr zu lieben als meine Frau und meine Kinder. Es gibt leider heutzutage viel zu viele Familien, die ihre Kinder mehr lieben als Jesus. Und ihre Kinder immer über allem stellen. Und sagen, aber was wenn und was ist, wenn das passiert und kann Jesus nicht nachfolgen, wenn ich in diese Kirche komme, weil dann kommt der Staat, dann kommt die Polizei und die sagen, deine Kinder, die sind Kinder weg und hin und her. Und sagen, okay, aber du solltest doch vielleicht Jesus höher stellen als deine Kinder und dann wird der Herr dich bewahren, oder? Er wird seinen schützenden Schirm, liest die Psalmen, liest Psalm 91 und so weiter. Vielleicht hilft dir das dabei als Motivation, dass du deine Kinder trotzdem im Glauben erziehst, trotzdem die Wege des Herrn erklärst. Es gibt Eltern, die sagen, hey, ich erzähle meinen Kindern nichts von Jesus, weil wenn sie in die Schule gehen, nicht, dann finden sie das heraus, ja, und dann sagen sie, das ist psychische Gewalt, weil sie an die Hölle glauben und was weiß ich was, und sagen, nein, wir erzählen unseren Kindern, oder ich erzähle meinen Kindern, du erzählst deinen Kindern von Jesus, von der Hölle, von der Bibel, von der Verwerfungslehre, ja, von der Liebe in der Bibel, von allem. Jede Lehre, jeder Satz, jeder Beistrich, okay, jedes Wort ist gut für die Kinder, dass sie wachsen in Gerechtigkeit und eben nicht diesen Müll aufsaugen, den sie in der Welt hören. Schlagt mir gemeinsam Johannes Kapitel 13 auf. Johannes Kapitel 13, wir gehen da sehr viele Bibelstellen durch und einfach nur mal sehen, was Jüngerschaft bzw. Nachfolge bedeutet. Johannes Kapitel 13, ab Vers 34, die Bibel sagt dir, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, natürlich ist es auch klar, wenn wir keine Liebe untereinander haben, sind wir auch nicht Jünger Jesu. Ja? Weil warum? Weil erkennt man nicht, dass wir Jünger Jesu sind, wenn man es nicht erkennt. Ja, warum? Erkennt man es da nicht?
Ja, wir keine Jünger Jesus sind, nicht? Wir zeigen nicht, dass wir Jesus nachfolgen. Wir zeigen nicht, dass wir das Beispiel, was Jesus vorgelebt hat, er hat uns geliebt, er hat uns zuerst geliebt, er ist für uns gestorben, er hat sich geopfert. Und wenn wir sagen, hey, wir machen das nicht, wir lieben nicht unseren Nächsten, wir lieben nicht auch unsere Brüder, dann sind wir dann wirklich von Herzen Nachfolger? Ich meine nicht. Also wenn du Hass im Herzen hast gegenüber deinen Brüdern, bist du kein Jünger Jesus. Du solltest diesen Hass abstellen und sagen, ich liebe meine Brüder. Und ich verstehe schon, es gibt gewisse Menschen, die können mit anderen Menschen nicht aus verschiedenen privaten Gründen. Das wird es immer geben. Okay? Ich meine jetzt nicht, dass man Gemeinschaft haben soll, innige Gemeinschaft mit irgendwem. Es kann sein, dass vielleicht viel Sünde in der Vergangenheit war und da waren Personen involviert und vielleicht ist es schwer, das einfach so stehen zu lassen. Ja, und das braucht einfach noch Zeit. Aber man kann zumindest höflich grüßen. Man kann zumindest, wenn jemand in dieselbe Kirche geht, kann man höflich grüßen, höflich reden. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt sich jeden zweiten Tag miteinander treffen und ein Barbecue grillen und so weiter. Ja. Also das sage ich jetzt nicht. Es gibt natürlich Sympathien. Es gibt Menschen, mit denen ich besser verstehe als mit anderen. Ja, das wird immer so sein im Leben. Okay? Aber wir sollten trotzdem, dieses Grundkonzept, wir sollten einander lieben. Ja, wir sollten einander auch Opfer bringen. Ja, und anderen auch helfen und so weiter. Dann gehen wir weiter im Johannes-Evangelium, zwei Kapitel weiter, steht in Johannes Kapitel 15, Vers 5. Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15, Vers 5. Und das ist eine Bibelstelle, die sehr viele falsche Propheten heutzutage missbrauchen. Und wir sehen gleich, warum. Er sagt hier in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und das wird euch zuteil werden. Er sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Er sagt in Vers 5, dass er der Weinstock ist, der Herr Jesus der Weinstock und wir sind die Reben. Und wenn wir in ihm bleiben, dann bringen wir viel Frucht hervor. Okay? Weil wir von ihm getrennt nichts tun können, sagt er. Ich glaube, das ist noch logisch und simpel. Ja, wenn wir in ihm bleiben, das bedeutet ihm nachfolgen. Und in dieser Passage geht es vor allem auch um Seelengewinnen. Ja, wir sollen Frucht hervorbringen. Frucht auf der Straße, nicht auf die, auch bei den Häusern. Wenn wir Menschen zum Herrn führen, sie gerettet werden, das ist dann unsere Frucht. Der eine bringt 30, der andere 60, der andere 100-fältig, sagt Jesus. Okay, das heißt, einige Menschen bekehren viele, andere bekehren vielleicht weniger. Die einen haben mehr Zeit, Seelengewinnen zu gehen, die anderen haben weniger Zeit, Seelengewinnen zu gehen und so weiter und so fort. Also hier geht es um Seelengewinnen. Und er sagt hier, wenn wir in Jesus bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Das heißt, wenn wir dem Herrn nachfolgen, also ihm gehorchen, ihm nachgehen, was hat der Jesus gemacht? Hat das Evangelium gepredigt. Okay? Also wenn du Jesus nachfolgen willst, dann solltest du das Evangelium predigen. Und wenn du noch niemanden gepredigt hast, dann folgst du doch Jesus nicht nach. Du kannst kein Jünger Jesus sein, ohne Seelengewinne. Das geht nicht, hier steht es doch. Er sagt nämlich in Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn ich keine Frucht bringe, bin ich dann hinsichtlich des Seelengewinnens ein Jünger von Jesus? Nein, nein, bin ich nicht. Sondern ich bin vielleicht, wie gesagt, ein Jünger des zu Hause herumsitzens und Filme schauen und YouTube schauen und keine Ahnung, was alles gibt. Ja. Aber ich bin kein Jünger von Jesus. Wenn du nicht Seelengewinn gehst, bist du nicht in der Nachfolge von Jesus. Ja. Das ist das, was Jesus die ganze Zeit gemacht hat. Ja, ist das nicht logisch? So, und dann kommen einige falsche Propheten und meinen, hey, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen mit Rebe und verdorrt und so gesammelt man und wirft sie ins ewige Höllenfeuer und sie brennen für ewig. Okay, sie lesen da irgendwelche Worte rein, nicht? Das sind die Leute wie Gassmann, die Leute wie heißt der? Dieser, gegen den ich mal gepredigt habe, der Typ, der... Wie? Christoph? Der auch, genau, der auch. Alle werksgerecht einfach, ja. Alle werks nehmen es einfach so, ja, so zusammengeht. Olaf Platzl, genau, auf den wollte ich noch zu sprechen kommen. Die sehen dann eben diesen Vers nicht und haben wieder ihre Werksgerechtigkeit, falsche Prophetenbrille. Nicht? Vielleicht gibt es sowas wirklich. Wenn nicht, dann sollte man sie ihnen kaufen und ihnen vielleicht zuschicken. Hey, das ist deine Werksgerechtigkeit, falsche Prophetenbrille. Setz sie auf, damit du dich outest in der Öffentlichkeit. Damit die Christen wissen, dass sie zu dir kommen. Wurscht. Auf jeden Fall, die haben dann ihre Werksgerechtigkeit, falsche Propheten, Verdammnisbrille
und lesen dann drei Wörter extra rein und sagen, hey, da geht es ums ewige Feuer, da geht es ums Höllenfeuer, da geht es um ewige Schmach und Brennen und Gericht und dies und das. Und dabei steht das alles gar nicht da drinnen. Also, wenn man das wörtlich nimmt, ich meine, hier steht, und solches sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wo steht hier was von Höllenfeuer? Wo steht hier was von ewiger Verdammnis? Wo steht hier was von Strafe, von ewiger Strafe? Was es bedeutet, ist nicht, dass wir in die Hölle gehen, wenn wir nicht in Jesus bleiben. Wenn wir nicht sozusagen ihm nachfolgen, Frucht hervorbringen. Hey, was es bedeutet, heißt einfach nur, du wirst brennen. Ja, du wirst brennen. Und man kann natürlich in der Hölle brennen, aber man kann auch auf der Erde brennen. Nicht? Wir haben gerade gelesen, 1. Korinther Kapitel 3, da haben wir vorher gelesen, wenn jemand das Werk verbrennt, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Weißt du, du wirst gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Deswegen sagt doch der Herr Jesus, du wirst brennen, weil du wie durchs Feuer hindurch gerettet wirst, wenn du keine Frucht bringst. Wenn du nicht zumindest bereit bist, mitzugehen. Wenn du nicht zumindest bereit bist, vielleicht als stiller Partner dabei zu sein, hey, als stiller Partner musst du nicht so viel machen, wie der da redet. Da sind wir uns einig. Du müsstest nur dabei sein und stiller Partner sein und vielleicht betest du einfach innerlich im Herzen. Ja? Und mehr ist es nicht. Okay, die Zeit geht auch von, aber für was willst du die Zeit sonst verwenden? Was willst du sonst tun in dieser Zeit? Ja, was bleibt nicht mehr viel über, wenn du Jesus nicht nachfolgst? Wem folgst du dann nach? Weißt du, diese Frage musst du dir ernsthaft stellen. Und vielleicht sagst du, ich werde einfach Zeit mit meinen Kindern verbringen und Zeit mit meiner Familie verbringen. Okay, plane das ein. Aber plane auch die Nachfolge. Okay? Weil es widerspricht sich ja nicht, dass du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Es widerspricht sich nicht, dass du Zeit verbringst mit deiner Familie, mit deinen Brüdern und Schwestern. Ja? Aber wenn du das hier vernachlässigst, ja, dann bist du nicht in der Nachfolge. Du bist kein Jünger. Er sagt, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also ich fasse nochmal zusammen, es ist mal der erste Teil gewesen. Das ist dieses erste Lehret, natürlich. Das zweite Lehret alle, also alles halten. Okay, ich habe jetzt dieses zweite Lehret alle behandelt. Es gibt aber auch ein erstes Lehret alle. Ich kann mich erinnern, in Vers 19, in Matthäus 28, 19, da steht darum, geht hin und lehret alle Völker und tauft im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Und dann kommt das zweite Lehret alle. Dieses zweite Lehret alle haben wir jetzt zusammengefasst. Da geht es um die Nachfolge, du wirst einander lieben, du wirst Seelen gewinnen gehen, ja, du wirst allem entsagen, du wirst Jesus mehr lieben als alles, du wirst dein Kreuz auf dich nehmen, du wirst sogar bis in den Tod hineingehen für den Herrn Jesus und so weiter und so fort. Das ist dieses zweite Lehre, sie alles halten. Okay? Das sind diese Werke, diese Jünger. Du wirst eigentlich ein Jünger, du wirst dann ein Nachfolger von Jesus. Okay? Das ist harte Arbeit. Also ich kenne keinen Christen, der von heute auf morgen sich bekehrt hat und auf einmal alle diese Punkte eingehalten hat. Das ist nicht real, wenn jemand sowas behauptet. Ja? Und es gibt leider gewisse Verrücktheiten auf dieser Welt, die behaupten, sie haben schon seit Jahren, sie haben sich bekehrt und haben nie wieder gesündigt. Okay, und das glaube ich dir nicht. Ja? Wenn du der Meinung bist, dass du nie wieder gesündigt hast, wenn du bekehrt hast, ja? Dann bist du vielleicht jünger geworden und wurdest gerettet in einem Moment. Aber dann bist du kein Mensch mehr, dann bist du irgendein komischer Roboter oder so. Roboter können das nicht. Ja. Er sagt ein Ding und er macht auf einmal das, was er soll. Aber wir Menschen haben das Fleisch. Okay? Das begehrt eben die weltlichen Dinge. Jetzt kommen wir zum ersten Lehret alle Völker. Nicht? Es gibt ein erstes Lehret alle Völker. Zurück zum ersten Lehret alle Völker. Der Titel der heutigen Predigt ist ja eigentlich Jünger machen versus Menschen retten. Das zweite Lehret alle Völker ist das Jünger machen. Und das erste Lehret alle Völker ist das errettet werden. Gehen wir drauf ein. Also, die Bekehrung ist keine Arbeit. Ich sage es mal gleich direkt voraus. Errettet werden ist keine Arbeit. Ja? Es erfordert von unserer Seite nicht so viel Arbeit, wie wenn wir jetzt da eben uns zügeln müssen, uns anstrengen müssen, Jesus nachzufolgen, uns von der Sünde fernzuhalten und so weiter, nicht mehr Naruto zu schauen, nicht mehr Dragon Ball zu schauen, nicht mehr diese ganzen Yu-Gi-Oh! Ja, oder in Erinnerung habe ich das noch. Nein, das ist nicht mehr zu rauchen, nicht mehr Suchtmittel zu nehmen, nicht mehr Alkohol zu nehmen, sondern Seelen gewinnen zu gehen, in die Kirche zu gehen, einander zu lieben. Nicht? Also diese harte Arbeit braucht das natürlich für die Errettung nicht.
Weil stell dir vor, das ist alles eine Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Na, weißt du, wie viele heutzutage im Himmel wären, wenn das die Voraussetzung wäre? Null. Kein einziger wäre im Himmel, ja, die ganze Schöpfung wäre in der Hölle. Also die Menschen wären alle in der Hölle. Niemand würde gerettet werden können, wenn es wirklich so wäre. Es geht gar nicht, weil niemand kann diese Voraussetzungen erfüllen. Also Jünger machen versus Menschen retten. Wenn wir Menschen retten, naja, und vielleicht meint jemand, na, ihr könnt keine Menschen retten, Jesus rettet, ihr rettet nicht. Ja? Nur Jesus rettet, okay? Möchte man auf das eingehen. Also, wirft man uns vor, nicht? Dass wir sind nur keine Retter. Jesus ist der einzige Retter, oder? Schreiben wir gemeinsam 1. Korinther Kapitel 9, Vers 22, oder wisst ihr was, schlagt es nicht auf, ich lese es einfach vor. 1. Korinther 9, Vers 22, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das heißt, was der Paulus hier sagt in Korinthern, hey, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, den Heiden bin ich wie ein Heide geworden und so weiter, damit ich etliche rette. Vor was soll er sie retten? Ja? Davor, dass sie für sich wetschen und eine Banane rutschen oder stürzen, oder vor was soll er sie da retten? Es geht hier um die Hölle, es geht hier von der Verdammnis, damit er etliche rettet. Wir lesen noch im Judas, Vers 22, müsst ihr nicht aufschlagen, Judas, Vers 22, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Das heißt, wir lesen hier wieder davon, dass er sagt, andere rettet aber mit Furcht. Okay? Das heißt, wir sollen was tun? Wir sollen andere, also Menschen sozusagen, retten mit Furcht. Also dieses Argument zu sagen, na, wir können niemanden retten, es ist kein richtiger Begriff, du rettest niemanden. Nein, es ist ein biblischer Begriff. Ich habe jetzt gerade zwei Verse herausgelesen, ja, wo es ganz klar steht, hey, damit ich etliche rette oder andere rettet mit Furcht. Unser Dienst ist es, das Evangelium zu predigen und andere auch mit Furcht zu retten. Ja? Eines Tages war ich sehen gewinnen, das war schon länger her, mit einem Bruder. Und da ist es mir auch wirklich klar geworden, was es heißt mit Furcht. Dieser hat sich dann leider nicht bekehrt, aber ich habe ihm das Evangelium erklärt und diese Höllenverse gezeigt, nicht? Offenbarung und Römerbrief und so weiter, also Romans Road, nicht? Die römische Straße auf Deutsch, wenn man auf Deutsch, also in Offenbarung, nicht? Der ewige Feuersee. Und weißt du, was mit dem passiert ist? Ich habe gesehen, wie der Gänsehaut bekommen hat. Der hat auf einmal Angst bekommen, ja, vor der Hölle. Es passiert nicht immer, das ist eher eine Seltenheit. Ja, das sieht man nicht überall. Aber dieser Typ, der hat es wirklich getroffen, er musste dann leider schnell weg zur Arbeit. Ich habe ihn leider nicht mehr getroffen nachher. Aber das hat mir klar gezeigt, hey, wir sollen andere mit Furcht retten. Das bedeutet, wir sollen ihnen auch, ja, über die Hölle erzählen. Das ist Teil des Evangeliums, oder? Du kannst nicht die gesamte Botschaft predigen, ohne die Hölle zu predigen. Zurück zum Thema. Also die Errettung ist im Gegensatz zur Jüngerschaft sehr einfach. Okay, sehr einfach. Ich lese nur ein paar Verse vor. Ich meine, ich möchte jetzt keinen biblischen Weg zum Himmel, ja, im Gottesdienst halten, das würde wenig Sinn machen. Sondern ich lese nur ein paar Verse vor. Johannes 3,16, den kennen wir alle, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder andere Verse, Johannes 3,36, im 10. Kapitel, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Oder Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn man ein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Oder Johannes 6,26, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also, das sind alles Verse, die wir verwenden beim Seelengewinnen natürlich, um den Menschen klarzumachen, hey, schau her, es ist nur aus Glaube allein, du bist nicht gut genug, du kannst nicht sagen, Nachfolge ist eine Voraussetzung, weil wir haben alle schon gesündigt, okay? Und hier steht eigentlich ganz klar, es ist einfach gerettet zu werden, du musst nur an Jesus glauben, dann bekommst du schon ewiges Leben, nicht? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. So, ewiges, ewig natürlich, wir glauben nicht, dass ewig aufhören kann. Also wenn du einmal ewiges Leben hast, bist du für immer gerettet. Die Bibel sagt in Epheser 2,8, es ist nicht aus Werken, damit niemand sich Römer in Römer 4,6 steht dasselbe, ebenso bereits auch David, den Menschen gesehen, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Also die Errettung selber, die Erlösung selber der Seele, jetzt hier reden wir, nicht vom Fleisch, Fleisch muss noch später erlöst werden bei der Auferstehung, sondern wir reden hier von der Errettung der Seele und von der Erlösung der Seele.
passiert, indem wir unser Vertrauen auf das Werk von Jesus setzen, indem wir glauben, dass er uns gestorben ist, ohne Werk, oder? David sagt es ja. Er sagt, dem Gott ohne Werke gerecht werden. Das ist sehr einfach, eigentlich gerecht zu werden vor Gott, indem man nur glaubt, ohne Werke. Das ist dieser Unterschied zwischen Jesus nachzufolgen, zwischen Jünger zu sein und gerettet zu werden, ist ein großer Unterschied, oder? Also gerettet zu werden ist eine einmalige Sache. Ganz schnell. Du kannst das Evangelium verstehen und wenn du es verstanden hast und du willst gerettet werden, dann fehlt nicht mehr viel. Du musst es einfach nur dem Herrn sagen, oder? Gott zwingt ja niemanden, deswegen musst du ihn anrufen, musst ihm sagen, Jesus, bitte rette mich und dann bekommst du ewiges Leben. Es ist eine einmalige Sache, die passiert und sie passiert auch nie wieder ein zweites Mal. Ja? Also wenn du dich 10-mal bekehrt hast, so wie Paul Walsh einmal gesagt hat, ich habe jetzt eine Predigt von ihm angeschaut, er hat dann erzählt, da war so eine Frau, nicht? Die hat sich bekehrt, ja, dann hat sie sich irgendwann später, hat sie sich dann nochmal bekehrt und irgendwann wollte dann Gott nicht. Da denke ich mir, ich dachte, Gott hat sie erwählt für die Hölle und dann wird sie dann doch gerettet, dann hat sie doch nicht erwählt, nicht? Calvinismus und so weiter, wissen wir schon. Also man bekehrt sich nicht 10-mal, man bekehrt sich nicht 15-mal, okay? Sondern man bekehrt sich ein einziges Mal. Und viele Christen kommen dann her und sagen, hey, wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann warst du nie bekehrt. Du warst nie gerettet. Man sieht es nicht bei dir, du hast keine Werke, also du lügst ständig, ja, du bist ein Heuchler und so weiter. Der kann doch nicht gerettet sein, oder sagen sie dann? Der kann doch gar nicht gerettet sein. Und sie setzen voraus, dass Glaube zwanghaft Werke produziert, oder? Sie sagen, hey, wenn du den Glauben hast, dann wirst du die Werke tun. Und lass es mich in noch klarer Sprache formulieren. Sie sagen, wenn du echten Glauben hast, okay, dann wirst du ungewollt auf einmal die Bibel in die Hand nehmen und lesen, ohne dass du es willst. Nicht so in etwa, du wirst gerettet, okay? Und dann bewegt sich deine Hand zur Bibel hin und du sagst, was mache ich da eigentlich, nicht? Wieso lese ich die Bibel nicht? Ich bin gerettet, deswegen mache ich es, okay? Okay, auf einmal, weißt du, bewegt sich ihr Körper raus und nimmt die Bibel und will jetzt 10 gewinnen. Ja, okay, interessant, was ich da mache. Ich weiß nicht genau, was ich mache, aber Glaube produziert ja automatisch Werke, nicht? Und auf einmal, ungewollt, passiert es, dass du die Bibel liest auf einmal, nicht? Oder dass du auf einmal 10 gewinnen gehst, oder? Dass du auf einmal all diese Dinge, die der Herr gesagt hat, tust. Ja? Einfach so. Der Glaube nimmt Kontrolle über dein Leben und über unseren Körper, ja? Und wir werden sozusagen zu iRobots, dem christlichen iRobot, okay? Wo sich dann, wie Roboter alles sich bewegen, wir haben keinen freien Willen mehr, irgendwas zu tun, nicht? Und wenn wir lügen wollen, dann schließt der Glaube unseren Mund sozusagen. Ich will gerade eine Lüge aussprechen. Ich will lügen, aber ich kann nicht, nicht? Das ist in etwa, ja? Das ist ihr Glaube im Endeffekt, ja? Das ist das, was diese ganzen Werksrechtler sagen, was der Lothar Gassmann sagt. Das ist das, was dieser Junkie da sagt, von sich gibt. Das ist das, was diese ganzen falschen Irrlehrer da sagen. Die sagen, hey, ein Glaube ist nur dann ein echter Glaube, wenn er auch Werke hervorbringt. Okay, aber das heißt, dass du dann ein Roboter wirst. Okay, das heißt, wenn der Glaube selber dich dann kontrolliert und er bringt dann Werke hervor, dann bist es du nicht, dann ist es dein Glaube, der es macht und nicht mehr du. Okay? Kann das Gott überhaupt wohlgefällig sein, wenn dein Glaube das auf einmal tut? Und liebe Brüder, ich darf euch etwas Ernsthaftes fragen. Habe ich was verpasst oder ist das die normale Welt, oder? Ist das die normale Welt, dass Menschen einfach automatisch Dinge tun, ohne dass sie wollen? Ich meine, also dass dann alles selbst ohne, also dass auf einmal der Glaube Kontrolle übernimmt? Also ich hätte sowas noch nie gesehen. Niemand macht es unkontrolliert. Diese Leute, die das behaupten, wollen einfach nur selbstgerecht sein und sagen, hey, ich mache diese Werke, ich zeige den Leuten, dass ich gut bin und dann sage ich, hey, wenn du keine Werke hast, dann ist dein Glaube nicht echt. Du bist kein Christ. Und dadurch rühmt er sich selber seine eigenen Werke, oder? Er sagt, hey, schau, wie gut ich bin. Schau, ich habe Werke, du hast keine Werke, du hast keinen echten Glauben. Ich habe echten Glauben, weil ich Werke habe und im Ende ist es Werksgerechtigkeit vom Teufel. Im Ende ist es genau dieselbe absurde und dumme Logik. Also solche abstrusen Dinge zu sagen, dass automatisch alles passiert, wenn jeder Mensch weiß, dass es nicht so ist. Okay?
Und weißt du, das Problem dabei ist, viele Menschen, die in solche Kirchen gehen, die vielleicht gerettet sind, die werden verwirrt. Also diese Lehre, dass Glaube Werke produziert, automatisiert, ist eine falsche Lehre aus der untersten Hölle. Sind wir uns da einig? Amen, oder? Und sie wird einige auch dorthin bringen, wo sie herkommt, aber viele Menschen fangen dann an, ihren Glauben zu bezweifeln, die auch wirklich gerettet sind. Sie gehen in eine Kirche und fangen dann an, den Glauben zu bezweifeln, weil irgend so ein dummer Prediger, ja, egal wie alt er ist und wie weise er aussieht, dann behauptet, wenn du keine Werke hast, ist dein Glaube nicht echt. Sie fangen dann an, nervös zu werden, sagen, was ist falsch mit mir, wieso mache ich keine Werke, kommen dann in irgendwelche anderen Irrlehren rein hinein vielleicht und werden unfruchtbar für den Herrn. Sie sind dann nur mit sich selber beschäftigt, ja, weil sie glauben, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Sie sind nicht mehr beschäftigt damit, dem Herrn zu dienen. Die Bibel sagt aber, es ist ohne Werke, dass man gerecht wird. Es ist sehr leicht, diese Irrlehre zu widerlegen. Okay? Man muss einfach nur zwei Dinge festhalten. Punkt Nummer eins. Erstens, die Bibel lehrt nicht, dass wir Marionetten sind und der Glaube uns ungewollt beherrscht. Ich glaube, jeder würde diesem Punkt zustimmen. Kein Mensch würde sagen, dass wir gezwungen sind, uns hier zu versammeln, oder? Kein Mensch würde sagen, dass wir hier gezwungen sind, Verfolgung zu erleiden, oder? Kein Mensch würde jemals behaupten, dass wir gezwungen sind, Schmach und Hass, ja, und Verachtung zu erleben, weil wir die Bibel predigen. Kein Mensch würde das behaupten. Wir machen das freiwillig. Wir machen das für den Herrn, wir machen es nicht für uns selbst, wir machen es für den Herrn und sammeln uns viele Schätze im Himmel. Wir sammeln uns viel Lohn im Himmel. Aber es ist nicht gezwungen. Okay? Also Glaube macht dich nicht automatisch zum Nachfolger und Jünger. Du wirst nicht eines Tages aufstehen und alles richtig machen. Merkt ihr das? Die Voraussetzung, um ein Jünger zu sein, haben wir gesagt, ist, du musst Werke tun. Du musst versuchen, dein Leben zu ändern. Du musst Jesus nachfolgen. Und die Voraussetzung, gerettet zu werden, ist, du musst einfach nur dein Vertrauen auf Jesus setzen und dann wirst du gerettet. Und eine letzte Sache möchte ich noch sagen, weil viele Menschen das gegeneinander ausspielen und sagen, sie sagen tatsächlich, Menschen retten, wir es Jünger machen. Das widerspricht sich teilweise. Ein Pastor hat zu mir mal gesagt, es ist besser, wenn man nur 10 Menschen rettet und diese dann die Zeit investiert darin, dass sie wachsen im Glauben, als dass du 100 Menschen rettest und keine Zeit hast, sie im Glauben wachsen zu lassen. Und ich habe dann darauf geantwortet, aber heißt es dann, du sagst, es ist besser, dass nur 10 in den Himmel gehen als 100? Und er hat dann sofort revidiert und gesagt, nein, das will ich jetzt nicht damit sagen und so weiter und so fort. Aber er hat es eigentlich schon gesagt. Ja? Man sollte diese zwei Punkte nicht gegeneinander ausspielen. Hey, ich finde ehrlich gesagt, es ist besser, dass 100 Leute in den Himmel gehen, als dass nur 10 Gestopfte mit Wissen, ja, und Jünger und perfekte Menschen in den Himmel gehen. Finde ich es ehrlich gesagt persönlich besser, dass 100 Menschen gerettet werden, als dass nur 10 Menschen gerettet werden. Das ist meine persönliche Meinung. Und diese Behauptung, diese Sachen gegeneinander auszuspielen und zu sagen, nein, lass die 90 in die Hölle fahren, aber dafür hast du Zeit für die anderen 10. Ich finde, das ist brandgefährlich, so eine Aussage. Was bewirkt das nämlich? Das bewirkt, dass du nicht mehr sinngewinnend gehst, dass du nicht mehr deine Zeit aufopferst, sondern dass du versuchst, diese 10, die du bekehrt hast, ständig dich mit ihnen zu treffen, ständig sie ihnen Dinge zu erklären und so weiter und so fort. Oder? Und was dann mit den anderen 90 Leuten? Auf die vergisst du dann und die gehen alle in die Hölle. Weißt du, ich finde, das ist brandgefährlich, sowas zu sagen, vor allem als Pastor. Und es ist auch nicht unsere Gesinnung. Also wir machen das natürlich nicht so. Wir gehen zu allen Verlorenen, wir predigen das Evangelium, damit alle 100 gerettet werden, damit alle 1000 gerettet werden und nicht nur 90 und nicht nur 10, wo wir dann eben versuchen, ihnen das geheime Wissen, ja, mitzugeben. Wir Brüder, das ist nicht unsere Gesinnung. Und einen letzten Punkt muss ich noch dazu sagen. Also es gibt auch viele Christen, die verstehen uns falsch. Viele meinen dann, es passt nicht zusammen. Ihr predigt ein Evangelium der Gnade, leichte Gnade, man muss nur glauben und dann ist er schon gerettet, aber gleichzeitig predigt ihr so hart gegen Sünde. Gleichzeitig predigt ihr so hart gegen die Perversen und so weiter und so fort. Wie passt das zusammen? Das stimmt doch was nicht. Und ich habe das Gefühl, dass diese Menschen das nicht verstehen wollen. Was ist daran falsch zu sagen? Dass man das richtige Evangelium den Menschen gibt und sie rettet vor der Hölle und gleichzeitig versammelt man sich und predigt die Bibel von der Kanzel.
predigt die harten Stellen und die nicht so harten Stellen. Es gibt alles in der Bibel, aber alles wird gepredigt. Was ist so falsch daran, die Menschen zu erbauen, die Christen, die Geretteten zu erbauen und sie wachsen zu lassen im Glauben, indem man hart gegen Sünde predigt, indem man über die Lehren in der Bibel predigt und klare Stellung bezieht? Das ist kein Widerspruch. Okay, das heißt, wir sollen beides tun. Wir sollen Menschen das richtige Evangelium der Gnade geben. Es ist nur das Glauben allein. Es ist leicht, gerettet zu werden. Aber wenn jemand mal gerettet ist, dann braucht er einfach mehr Milch und dann auch Fleisch, um wachsen zu können. Also das ist die Erklärung im Endeffekt. Es gibt da keinen Widerspruch. Und ich habe noch einen allerletzten Punkt, dann bin ich wirklich fertig. Ja. Dann habe ich wirklich die 10 von 10 Seiten geschafft. Ich muss dann auch diesen Punkt noch dazu sagen. Ja. Was ist das beste System, um Jünger zu machen? Weißt du, da gibt es eigentlich keine direkte Regel jetzt da. Ja. Also in der Bibel wirst du jetzt nicht finden, du musst, um einen Jünger zu machen, musst du diesen Menschen an einen Sessel ketten. Ja, und er muss dann dreimal pro Woche von 17 Uhr bis 19 Uhr muss er diese Verse hören, damit er zum Jünger wird. Es gibt kein System. Aber trotzdem haben wir Beispiele in der Bibel, nicht? Jesus hat zum Beispiel seine ganze Volksmenge, die ihm nachfolgt, die dann eben das Evangelium erklärt und dann auch viele Dinge erklärt im alltäglichen Leben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das beste System, um Jünger zu werden, ist es, dass du in den Gottesdienst kommst. Du wirst im Gottesdienst Gottes Wort hören, du wirst es verstehen lernen, du wirst dich korrigieren lassen können durch die Predigt selbst. Du wirst hören, was Sünde ist, du wirst hören, was nicht gemacht werden soll. Und wenn es auch notwendig ist, wirst du auch eine persönliche Zurechtweisung einstecken lernen. Was auch vollkommen okay ist für dich. Du kannst es dann lernen, was es heißt, dich zu demütigen vor anderen Menschen. Und ich muss das lernen, du musst das lernen. Und es ist der beste Weg, finde ich, dass man Jüngerschaft so betreibt, dass man in den Gottesdienst kommt und man hört einfach die Predigten, weil dann lernt man am meisten. Da muss ich nicht ständig zu 15, 20, 30, je nachdem, wie es halt wächst. Natürlich, okay, mit 3 Leuten kannst du dich treffen in der Woche, das schaffen wir. Aber hey, wenn du Familie und Kinder hast, ist es ein bisschen schwieriger. Dann musst du das alles noch extra zusätzlich einplanen. Deswegen, du kannst dich natürlich mit 3 Treffen, mit 4 Treffen maximal, was ist, wenn du dann 20 Leute hast in der Gemeinde? Wie willst du 20 Jünger sozusagen unterrichten im Glauben, wenn du dich dann mit jedem Einzelnen treffen musst? Ja? Also das ist ziemlich schwierig. So viel Zeit hat kein Mensch. Okay? Deswegen ist es das beste System und wir sollten uns leicht daran gewöhnen, auch Menschen einzuladen in die Kirche, die gerettet werden. Bestes System ist, komm in die Kirche, hör die Predigten, hab Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern und so wirst du wachsen im Glauben. So effektiv, wie es nur geht. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für deine wunderbare Rettung, Herr. Danke dir, dass du uns auch Klarheit schenkst über dein Wort, dass wir unterscheiden auch zwischen Jünger werden und zwischen der Rettung. Herr, ich bete, dass viele das hören und auch das verstehen und irgendwie dieses falsche Bild von diesen falschen Propheten ablegen, vor allem unsere geretteten Brüder und Schwestern, die dort sind, die sich da verwirren lassen. Herr, ich finde, dass sie dort rauskommen und dass sie in eine Gemeinde gehen, wo sie ein klares Evangelium hören, wo sie eine klare Lehre hören, Herr. Und damit sie auch fruchtbar sind für dich und nicht ständig mit sich selber beschäftigt sind und nicht verstehen, wieso sie keine Werke tun können, automatisch, Herr, sondern dass sie verstehen, dass sie dir eigentlich freiwillig dienen können und nicht gezwungen sind, Werke zu tun, um gerettet zu sein. Ich bete, dass du diese Brüder und Schwestern da rausholst, Herr, dass du ihnen einen Ort zeigst, wo sie dienen können. Im Namen deines Sohnes Jesus bete ich. Amen.